Heute bleiben alle zu Hause. Es ist momentan Katastrophenalarm bei euch. Oh nein! Wie Katastrophenalarm? Ihr beiden seid wirklich fürchterlich anstrengend. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Okay, pass auf, ihr beiden. Folgendes. Was? Ich erzähle euch die Wahrheit über diesen Sturm. Hey Leute! Lukas hier mit Claudio! Warum bist du eigentlich in meiner Klasse? Du bist doch gar nicht in meiner Klasse. Doch, heute bin ich hier. Ja gut, okay, ist auch gar nicht so schlimm. Und, alles klar bei dir? Ja, bei mir ist alles klar. Und bei dir? Heute ohne Pet unterwegs? Ja, ich lasse mein Pet heute da. Ja, wurde der Scammer gescammt? Och, was bin ich jetzt? Hast du mich krank gemacht, Baby Khan, also dein Shark. Ja, ich bin auch ein bisschen krank und deswegen gehen wir jetzt auch ins Krankenhaus. Och. So, was hast du denn heute vor eigentlich? Nichts, ich bleib heute in der Schule. Nur in der Schule? Ja. Okay, aber wir müssen einmal kurz ins Krankenhaus, ja, ne? Dann können wir gemeinsam ins Krankenhaus gehen. Ja, komm mit. Leute, also, ich habe heute ein bisschen was vor mit Baby Claudio. Und ihr dürft aber nichts sagen, okay? Ui. So. Du, was ich dich mal fragen wollte, hast du in letzter Zeit eigentlich Baby René gesehen? Nein. Ja. Weißt du, dass das auch einen speziellen Grund hat? Welchen denn? Ja, erzähl ich. Du hast doch gar nichts davon gehört. Nein. Guck mal, hier ist sogar Baby René. Ja, der ist hier. Oh. Was für ein Zufall. Aber das passt ganz gut, weil ich muss dir gleich kurz was erzählen. Aber du darfst es keinem weitererzählen, okay? Okay, warte. Es bleibt geheim. Ich habe das von. Ich habe das aus dem Rathaus, wo Mama Dani als Bürgermeisterin arbeitet, habe ich das erfahren. Was denn? Das weiß noch keiner in Adopt Me City. Ja, und das wäre? Ja, ich kann es dir doch hier nicht sagen, sonst hört es jeder. Ja, dann komm. Mann, komm hier hingehen. Baby Claudio, kannst du überhaupt irgendwas? Ja, wo können wir denn hingehen, dass du es mir verrätst? Ja, komm in die Schule. Wir gehen in die Bibliothek. Da ist meistens sowieso keiner. Komm mit. Ja, ich komm mit. Hallo, Mr. Fissi. Ja, wir bereiten jetzt das Referat vor. Okay. Okay, setz dich am besten ganz hier hinten hin. Hier hin. Ja, ich bin da. Mach alle Laptops aus, bevor wir beobachtet werden oder so. Okay? So, Baby Claudio. Ich war letztens im Rathaus von Mama Danja. Ja. Und da habe ich eine Akte gefunden, da stand Top Secret drauf. Ja. Und du weißt doch, vor ein paar Wochen, als das Ocean Egg Update kam, ne? Ja. Hieß es ja eigentlich, dass es hier eine Überschwemmung geben soll. Nein. Doch, hast du doch mitbekommen, ja, oder aber nicht? Schon, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass die Überschwemmung zurückkommt. Nein, nein, also nein, genau. Das nicht, Gott sei nein, Dank. Das nicht. Ja. Nein, also bitte, nein, das nicht. Puh. Ich hab was anderes herausgefunden. Was denn? Und zwar. Ich weiß nicht, ob ich dir das. Ja, warte kurz hier, okay? Warte kurz hier. Nein, warte kurz hier. Okay. Ich muss kurz die Lage checken, okay? Ach, Mann. Weil es darf uns keiner. Oh, guck, Baby René ist auch hier und dieser Papa Donny. Und warum ist Papa Donny jetzt auch ein Baby? Aber gut, das ist was anderes. Ich darf das nicht. Shane und so darf das nicht erfahren, okay? Es ist echt ein bisschen heftig. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das erzählen kann, aber ich kann dir ein Geheimnis anvertrauen, ne? Ja klar, jetzt sag's doch. Gut. Also, das Problem ist hierbei, es gibt keine Überschwemmung. Aber, Baby Claudio, es wird zu einem richtig heftigen Sturm kommen. Nein. Es wird zu einer Sturmkatastrophe kommen. Nein, Baby Khan, das kannst du doch nicht mir sagen, doch. Einfach so. Ja, aber wem soll ich das denn sonst sagen? Ja, was mache ich jetzt? Aber, Baby Claudio, also, du müsstest auf jeden Fall eine Versicherung für dein Haus oder so abschließen. Ach nein, mein Haus ist standhaft, mein Haus... Wieso sollte ich denn sowas machen? Mein Haus ist ganz stabil, gut. Das bleibt schon. Gut, wenn du meinst, das ist so gut, dann vertraue ich dir. Aber, ja. Dieser Sturm soll Adopt Me City wirklich komplett verändern. Kann ich bei dir wohnen? Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich zu der Zeit vielleicht nicht zu Oma Olivia nach Brookhaven ziehe. Weil ich habe ein bisschen Angst vor diesem Sturm. Ich komme mit. Nein, also es tut mir leid. Ich muss jetzt auch erstmal kurz nach Hause. Nein, Baby, kann du kannst mich nicht alleine lassen. Packen. Ja, aber gut, du siehst doch, du darfst es keinem erzählen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich erzähle es keinem, aber ich traue mich nicht alleine nach Hause zu gehen. So, hallo Baby Khan, hallo Baby Claudio. Hallo Mama Daniel. Claudio, nichts erzählen, nichts also, erzählen. Also, passt auf, ihr beiden. Folgendes, ihr müsst bitte jetzt ganz, ganz dringend mit mir mitkommen. Okay. Wir fahren jetzt zusammen zu mir nach Hause. Oh nein. Ich gehe vorher noch mal ganz kurz ins Krankenhaus. Ihr bleibt jetzt bitte gleich im Auto, ja?
Ja, ich bleib auf der. Ich bleib bei dir. Soll ich schon zu dir nach Hause, Mama Danja? Du setz dich bitte ins Auto, Babykahn. Aber da passen wir nicht alle rein. Du setz dich jetzt bitte ins Auto. Wir passen da nicht alle rein. Ich sehe dein Auto gar nicht. Ich sehe das Auto. Setz dich rein jetzt. Wo ist das Auto? Ich sehe das Auto nicht. Und was ist mit Bruce? Setz dich da rein. Okay, Bruce ist auch da. Ich sehe das Auto nicht. Und wo ist Babykahn hin? Hallo, wo seid ihr? Ich bin vor der Schule. Ich sehe dich nicht. Ich bin vor der Schule. So, ich hole jetzt mal noch schnell ein paar Äpfel, weil erstens ja, ist mein Lämmchen krank. Das wird richtig krass. Oh, jetzt sehe ich dich wieder. Alles klar. Ich erzähle euch gleich, worum es geht, Leute. Aber es wird ganz schön gefährlich hier in der Dogme City. Ja. Hab ich dir doch gesagt? Hab ich dir doch gesagt, Baby ja, Claudio? Ja, doch. Baby Khan hat mir schon sowas gesagt. Bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht, aber gut. Oh. Mama Danja, wo bleibst du denn? Hey, ihr beiden, sitzt ihr? Ja. Ja. Okay, dann fahren wir jetzt nach Hause. Ich will gerne die Erste zu Hause sein. Eine richtige Limousine! Ich erzähle euch auch gleich, worum es geht, aber erstmal müssen wir ganz ja, dringend... Ja, willst du Baby Claudio nicht zu Hause ablassen? Der kommt halt mit zu uns. Ja, danke! Oh. So, einmal bitte alle rein. Ja, danke, danke. Ins Haus. Okay. Gut. Wir sind jetzt drin, wir sind in Sicherheit. Baby Claudio, siehst du, wir sind jetzt in Sicherheit. Oh, Gott sei Dank, endlich, danke. So, ich fütter erstmal kurz mein Lämpchen, mein Schwibbel. Wisst ihr, wer uns beschützen kann? Daniel kann uns beschützen. Also, hört mal zu, ihr beiden. Ja, Daniel ist süß. Folgendes, ihr seid... Weswegen aber seid ihr hier? Aber ich bin am Duschen, das ist Privatsphäre. Dann warten wir kurz, bis Baby Khan fertig ist mit Duschen. Ich weiß Baby schon... Baby Khan, ja, kommst du mal eben mit hier runter? Ja, ich weiß schon, was los ist. Ich könnte mir schon mal einen Donut vorbereiten. Ihr könnt mir schon mal einen Donut vorbereiten. Was willst du denn für einen Donut? Und beeil dich doch jetzt mal ein bisschen. Mach ich selber, ist okay. Ich wollte mich gleich auch mit ein paar Freunden treffen, ist das Nein. okay? Wieso denn nicht? Du bleibst zu Hause heute. Jeder bleibt heute zu Hause. Aber wo schlafe ich heute, Mama Danja? Heute bleiben alle zu Hause. Es ist momentan Katastrophenalarm. Oh nein! Wie Katastrophenalarm? Also passt auf, folgendes, es ist ein Sturm. Spaß. Nein, es stürmt in Adopt Me City. Wir haben jetzt hier eine Orkanmeldung von einer Stufe, Was? Die wir bisher noch nie gemessen haben. Oh nein. Aber wieso? Und auch es gehen auch gleich die Sirenen in der Stadt an. Stopp, wenn es eine Stufe ist, die noch nie gemessen wurde, ne? Ja. Ja, woher weiß man, was für eine Stufe das ist? Naja, es ist höher als alles, was wir bisher hatten. Okay, verstehe ich zwar nicht, aber gut, fortfahren. Naja, auf jeden Fall wird es ziemlich sicher ganz schön eklig jetzt werden in der nächsten Zeit. Und in Adopt Me City sollte dann niemand schon, mehr weil in der da. Es sollte dann niemand mehr in der Stadt sein. Und wir müssen auch hier im Haus aufpassen, dass wir nicht irgendwo drunter stehen oder so. Ich lasse auch heute hier die Tür auf, damit alle reinkommen können und sich Schutz suchen können bei uns. Okay, Mama Danja, also, das ist jetzt kein Spaß oder so? Nein, das ist kein Spaß, wirklich. Hey, Baby Claudio, geh runter von Mama Danja! Hey, ich habe aber Angst. Ich bleib unter der Treppe, ich versteck mich hier. Nein, du gehst bitte nicht unter die Treppe, das ist nicht sicher. Ja, aber er kann nicht in mein Zimmer! Doch, ich geh in Baby... Nein! Warum kann er denn nicht in dein Zimmer? Weil es Baby Claudio ist. Warum? Oh. Ich bin aus Versehen auf den Balkon gegangen. Ich komm wieder lieber rein. Du kommst bitte wieder rein. Meine Anweisung war doch sehr eindeutig, dachte ich. Ja, cool. Baby Claudio, wir können die ganze Nacht zocken. Baby Claudio, nein, du darfst nicht an meinem PC. Cool. Ich spiele jetzt hier die ganze Zeit. Cool. Nein, geh. Och, Mama Danja. Ihr Guck beiden, mal, was er macht. Er tanzt auf meinem PC. Mach ich gar nicht. Was macht Baby Claudio runter da? Ich schlafe gerade, das soll ist stimmt denn das nicht. Hier? Ihr werdet euch ja wohl mal ein paar Stunden miteinander arrangieren können. Nein, kann ich nicht. Ich gehe jetzt im Pool. Da gehst du weißt bitte du? Auch raus, Baby Khan, wenn was passiert. Weißt, ist was? Der Pool nicht unbedingt der sicherste? Nein. Ich gehe jetzt in den Garten. Raus, nein. Ich geh Baby oben auf die Disco. Baby Khan, nein. Ist ein bisschen windig. Kommst du jetzt bitte wieder rein? Okay, ist ja gut. Bruce, kommst du rein? Okay. Kann ich mir eine Pizza machen? Ja, du kannst dir eine Pizza machen. Kann ich mir zwei Pizzen machen? Du kannst dir auch eine Pizza machen, Baby Claudio. Ja, du musst immer alles nachmachen, ne? Du machst immer alles nach. Nö. Könnt ihr jetzt mal aufhören, euch zu streiten? Das ist ja furchtbar. Aber er macht alles nach. Nö, mach ich gar nicht. Der ist voll nervig. Schau mal, wer das ist, Baby Khan.
Aber super, wir geben hier nicht mit Neonpads an, Baby Claudio, ne? Ja, die hast du wahrscheinlich wieder gescammt. Von wem denn? Das stimmt gar nicht. Ja, ja. Scammer, Scammer. Tiger, Tiger ist das. Nein, du bist Scammer, Scammer, müsste bei dir stehen. Nicht der nervige Claudio. Ach Mann, warum bist du denn immer so gemein? Ja, aber Mama Dania, kannst du ihn jetzt nicht nach Hause schicken? Ich schicke ihn nicht nach Hause. Nein, es stürmt, Baby Khan. Es ist doch draußen schon viel besseres Wetter. Nein, ist es nicht. Ich kann nicht alleine nach Hause. Doch, es ist schon ziemlich gutes Wetter draußen. Nein, Baby Khan. Mama Dania, er kann doch jetzt gehen. Baby Khan, er kann gehen, wenn ich sage, dass er geht. Von mir aus geht Baby Claudio in ein Zimmer und du in das andere. Ja, okay, ich gehe in Baby Khans Zimmer, danke. Oh, super, danke schön. Ihr beiden seid wirklich fürchterlich anstrengend. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Ich hab den coolen PC vom Baby Khan, wow. Hey, nein, auch Mama Dania. Wahrscheinlich kriege ich ein Virus auf meinem PC. Okay, pass auf, ihr beiden. Folgendes. Was? Ich erzähle euch die Wahrheit über diesen Sturm. Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist, dass du Baby Claudio hier haben möchtest. Die Wahrheit. Vielleicht wird es auch ein bisschen gruselig. Also, wenn ihr... Oh, warte, gruselig? Also, wenn ihr beiden das nicht wollt, weil ihr das nicht vertragt oder so, dann verstehe ich das natürlich. Warte, stopp, wird das so eine Piggy-Story? Es wird vielleicht ein bisschen sehr gruselig, aber wenn ihr beiden das nicht vertragt... Dann kommt Baby Claudio bestimmt Angst und dann will er nach Hause, nein, oder? Nein, ich hab keine Angst. Eigentlich schon. Okay, also, ich bin bereit. Wo treffen wir uns denn? In deinem Zimmer. In welchem? In deinem Baby Khan. Okay, ich komme sofort. Oh Leute, das wird spannend, weil dann bekommt Baby Claudio Angst und dann will er nach Hause und das wird super. Oh, klasse. Ich dachte, das mit dem Sturm wäre ein Prank. Also ich habe das gesehen und dachte, das kann doch nicht echt sein. Und so, ich stelle euch beiden hier so ein Häschen hin. Mama Dania, ist die Geschichte ganz gruselig? Die ist schon ziemlich gruselig. Oh super, okay, ich komme. Okay, ich habe keine Angst. Ich bin bereit. Wer es glaubt, Scammer, Scammer. Oh, Mann. So, hey, für euch beide ist hier, für euch beide ist hier ein Plüschhäschen aufgestellt. Okay, warte, Bruce will schlafen, der will das nicht hören. Okay, so, ich höre. Seid ihr das soweit? Das ist eine super Geschichte. Ja. Ja, wir sind bereit. Dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte über den Jahrhundertsturm.